Hallo, Joko und Klaas. Findet euch bitte noch vor offiziellem Arbeitsbeginn am Pförtnerhaus des Haupteinganges West der Bavaria Filmstadt ein. Es wird schon herbstlich, ne? Ja. Fahr nicht so schnell, wird mir schlecht. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, befindet ihr euch auf dem Produktionsgelände eurer eigenen Show. Nee. Neben eurer Crew gehen hier täglich ca. 1500 Leute ein und aus. Noch ist nicht viel los, aber das wird sich bald ändern. Morgen. Was? Team Autorität? Eure heutige Aufgabe? Haltet den kompletten morgendlichen Verkehr für 30 Minuten auf. Das bedeutet, niemand darf auf das Gelände, niemand darf herunter. Wie ihr die Leute aufhaltet, bleibt euch überlassen. Schafft ihr es, dass in diesem Zeitraum niemand an euch vorbeihuscht, ist die Aufgabe bestanden. Viel Erfolg, euer Herr Pro7. Moment, es hieß eben, hier arbeiten 1500 Leute. Oh Gott, ey Leute, wirklich. Ich bin dafür nicht gemacht. Ne? Das ist dann so, wir sind dann so wie welche, die sich auf die Straße kleben. Ja. Nur ohne den Überbau, dass es irgendwie noch sinnvoll ist. Für die habe ich ja noch Verständnis. Hier macht das gar keinen Sinn. Euer Experiment startet in 15 Minuten. Ich gehe nicht raus. Punkt. 10 Uhr schließen sich hier alle Schranken und Durchgänge. Ey, um 10 Uhr ist Dienstbeginn auf dem Gelände. Ihr könnt nicht um 10 Uhr die Schranken zumachen. Da kommen so viele. Naja, wer um 10 Uhr nicht bei der Arbeit ist, der ist halt zu spät. Ne? Ja, den Satz kannst du gleich sagen, wenn die hier stehen. Wir können uns ja drinnen nochmal besprechen, was die Taktik ist. Joko, wir brauchen keine Taktik besprechen. Ich werde da nicht rauskommen aus dem Dings. Ich werde nichts hören, nichts sagen. Was heißt das? Soll ich die Mats alleine machen? Ist mir egal. Also ich werde mich nicht bewegen. Ich mach das nicht. Ich zieh das an und setz mich da hin und dann ist Schluss. Melden uns zum Dienst. Guten Morgen. Hallo. Oh, guck mal, Bonbons. Du magst einen Bonbon? Nee. Ich kein Bonbon. Ich merke auch, wie angespannt du bist. Ich bin in so einer Bonbon-Stimmung jetzt. Ja, die sind aber lecker. Jetzt lass uns mal hier mal angucken, was hier los ist. Hier ist ein Megafon, das heißt, das können wir schon mal mitnehmen. Für den Fall, dass das ist, können wir hier Ansagen machen. Alarmierung, Schranken, Einfahrt, Schranken, Ausfahrt, Schranken, Parkplatz, Licht. Lichtband, Einfahrt, Strahler, Einfahrt, Lichtband, Ausfahrt. Kann man hier irgendwo die Jalousien runterlassen? Ja, warte, bestimmt. Das ist ja für uns alles irrelevant hier, ne? Die Sirene ist aus, das ist schon mal gut. Das wäre das nämlich doof für den Dreh, wenn die ganze Zeit die Sirene hier gehen würde. Mega anstrengend. Okay, ich check jetzt einmal noch kurz draußen die Situation. In 3 Minuten geht's los. Okay, die Schranken gehen runter, die gehen gleich nicht mehr hoch. Das ist der Fußgängerdurchgang, der ist vielleicht auch nicht mehr funktionabel. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Guck mal hier, kommt kein Auto die Straße runter. Aber wenn hier gleich 10 Uhr ist und Dienst antritt, wird gleich der Teufel los sein. Deswegen gehe ich rein. So, dann haben wir uns hier verbarrikadiert. Also Tür ist zu. Was machst du denn? Ich mag das nicht machen. Ich will nicht da sein. Ey, Klaas, bitte, das ist jetzt nicht dein Ernst. Du musst mir heute mal helfen. Ich helfe dir so oft. Dann zieh wenigstens die Sonnenbrille an. Hätte ich gerne. Ich verstehe, dass du dich jetzt unter dem Tisch verstecken möchtest. Ich hab das schon gemacht. Genau, ich verstehe das ja auch. Aber das hilft der Aufgabe halt null. Willst du Geld? Willst du Geld? Keine Ahnung. Worüber reden wir denn jetzt hier, hä? Ja, was willst du mir was geben? Was willst du denn haben? Was hast du gerade gesagt? 300 Euro? 100. Erstmal. Wie stresst die Situation? Wir können nachher über Geld reden. Mir ist richtig übel, wirklich. Ich bin richtig aufgeregt und die Schranken jetzt schon aus? Oh, jetzt geht's los hier. Da geht's los. Scheiße. Nein. Oh Gott, Alter. Oh Gott. Oh Gott, jetzt ist alles. Also alles ist rot. You ready? Okay. 30 Minuten ab. Jetzt. Oh. Was ist denn? Wir nehmen meine läuft. Ich stelle hier noch die Wochentage ein. Was soll die Scheiße denn? Oh Gott, da ist der erste Klaus. Wenn die ausflippen, ne? Was machen wir dann? Ich habe gerade genau den gleichen Gedanken gehabt. Ich weiß gar nicht, was ich irgendwem sagen soll. Oh Gott. Ich vergebe mich ja, da versucht reinzukommen.
Sollen wir die Wahrheit einfach sagen? Aber es bringt uns ja kein Stück weiter, ob wir die anlügen oder die Wahrheit sagen. Die Schranken werden nicht aufgehen. Okay, dann lügen wir. Aber was lügen wir? Es gab eine Explosion. Es ist eine große Explosion passiert. Es ist eine riesen Explosion passiert. Bitte lassen Sie die Fenster nicht mehr geschlossen. Sollen wir sagen, dass irgendwie Giftstoffe austreten, deswegen keiner aufs Gelände darf? Wir versetzen alle in Panik. Das ist gut. Wir machen Panik. Wir lenken ab. Oh, ey, Klaas, das habe ich. Weil wir die Jalousien runtergelassen haben, habe ich so gar nicht gesehen. Es steht 1, 2, 3, 4, 5 Poster. Und Fahrten. Soll ich einfach so ganz frech rausgehen und sagen, funktioniert nicht? Mach mal. Oh Gott, ey, da kommen voll viele. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber Joko, setz dir bitte eine Brille. Also, Joko, setz dir das auf, bitte. Der hupt schon. Ja, ich komm mal. Klaas, mach mal noch das Fenster zu, bitte. Funktioniert es heute Morgen nicht? Funktioniert nicht? Ja, ich kann mal kurz. Was funktioniert denn? Hast du mal die Karte davor gehalten? Ja, das wollen wir. Drück mal auf die Klingel. Ja, ist komisch, weil bei uns drin klingelt es auch gar nicht. Wir sind dran. Wir haben so kurz Geduld. Wir kümmern uns. Morgen. Klaas, ich habe Neuigkeiten. Klaas, die Leute stehen da draußen und sagen, dass die Schranken nicht hochgehen. Aber der sieht doch, dass du Joko bist. Ich hatte die Brille auf. Setz mal auf. Merkt man das? Erkennt man mich noch? Das ist eine richtige Frechheit von Verkleidung. Oh Gott, da kommt jemand zu Fuß. Wenn man was ist los, Mann? Wir müssen rein. Mit dem Geld. Die sehen doch gar nicht, dass hier jemand ist. Hör auf, Klaas, hör auf. Bitte, wirklich, das ist mir. Hallo. Hallo, hier, 10 Euro Ruhe, bitte. Oh Gott. Das ist die schlimmste Aufgabe. Ich hab dir 10 Euro gegeben, die sollen die Schnauze halten jetzt. Sind die weg? Was ist das denn für Stress hier? Kann man jemanden bei der Sicherheit anrufen? Die sind aber ganz schön geduldig. Also ich muss sagen, da wäre ich wahrscheinlich ungehaltener. Hau ab vom Fenster, die könnte ich sehen. Oh Gott, Alter, die stehen bis da ganz hinten. Kurze Nachricht von uns. Die technischen Kollegen sind auf dem Weg. Es müsste in wenigen Minuten behoben sein. Wir gehen von 2-3 Minuten aus. Dankeschön. Was machst du? Ich will mal gucken. Wieso gehst du jetzt raus? Ich weiß nicht, ob irgendwer mitfühlt, aber das ist wirklich eine unfassbar unangenehme Situation, zu wissen, dass die alle was zu tun haben und wir sie daran hindern müssen. Und man eher mit allen fühlt, die jetzt genervt sind. Ich hab den Zuschauer den Fußgängereingang versperrt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir bitten Sie um einen Moment Geduld. Wir haben gerade eine technische Störung. Leider ist kein anderer Eingang am Gelände gerade verfügbar. Wir kümmern uns. Jungs, könnt ihr bitte einmal kurz aufmachen? Ey, wir haben keine Möglichkeit. Wirklich nicht. Ja, das ist gerade. Es steht alles auf Rot. Gib den Geld. Ich gib den Geld. Irgendwie einfach hochmachen. Gib mir da mal. Gib den Geld. Guck mal hier. Ich hätte einen Zehner für jeden. Ja, uns ist das genauso unangenehm. Aber 10 Euro haben oder nicht haben. Na, er hat's genommen. Der andere nicht. Also. Von wem ist denn die Leiter? Die hat der Kollege dahingestellt. Dann geh ich mal rein und frag den mal, was er mit der Leiter auf sich hat. Klopf mal kurz, vielleicht macht er ja auf hier. Sag mal, da hat einer eine Leiter vor den Eingang gestellt. Kannst du mal checken, wer das war? Ich war das.
Achso, ja, weiß ich auch nicht. Also er weiß nicht, wer es war. Wer sah der Kollege denn aus? Joko, was soll die Scheiße? Ich bin nicht Joko. Hier, verteil das mal. Hier, bitte, willst du mich verarschen? Möchtet ihr einen Bonbon vielleicht? Es gibt Ananas, Orange und Erdbeer. Bonbons? Sie befinden sich in einer Notsituation. Können Sie bitte einmal anfangen, auf Hilfe einzuwirken? Ich hab gar keine Genehmigung. Es ist eine Notsituation. Kann ich dafür machen? Bringen Sie bitte diese Sachen an. Das ist gefährlich. Sie könnten gerne Bonbon vielleicht. Morgen Bonbons? Ja, bitte. Es ist eine Notsituation. Bitte das einmal anziehen. Es ist für Ihre eigene Sicherheit. Bitte das anziehen und nicht so viel schimpfen. Das ist auch gefährlich. Darf ich Ihnen einen Bonbon anbieten zur Wiedergutmachung? Sie müssen zur Arbeit, ja. Ich bin bei der Arbeit. Wir arbeiten mit allen Händen, wie das heißt, daran, dass das hier weitergeht. Oh, ich glaube, da kommt Steven. Komm mal an die Tür, bitte. Ich hol dich rein. Komm mal da rein. Es ist für Sie. Hey, wir sind selber. Also ich weiß, ihr habt eigentlich normalerweise schlaft ihr jetzt noch, aber ich muss ja. Das ist Steven. Steven, wir bräuchten jetzt mal deine Hilfe. Guck mal, die 20 Euro, die sind. Aber das ist. Ganz, guck mal, nein, so hör mir jetzt mal bitte zu. Hör mir doch mal bitte zu. Diese 20 Euro, die, das ist für dich. So, und die. und die 50 Euro. Nee, wenn ich mal das anders. Oder andersrum. Ja. Und dann, jetzt hör doch mal zu. Du hast ja 20 Euro immerhin, so hättest du auch nicht mitgerechnet. Und jetzt, das ist eine Frau, die ist sehr schlecht drauf. Okay. Und die ist aber eingekeilt von anderen Autos, die kann ich mal wenden. Okay. Kannst du bitte zu der hingehen und die ein bisschen so runter. Aber was ist denn Sinn und Zweck? Also, dass sie sich einfach beruhigt. Ja, wir haben halt keinen Bock auf Stress hier. Wo sitzt sie jetzt? Jetzt mach das doch jetzt mal. Ich gebe dir das Geld doch nicht umsonst. Jetzt fährt sie zurück. Egal, ich habe 80 Euro. Du musst nichts machen. Ich habe 80 Euro. Soll ich trotzdem zu ihm mal gehen? Das finde ich immer super, wie jetzt hier die Leute untereinander anfangen, sich zu helfen. Ihr müsst 5 Minuten noch überbrücken. Ihr habt's gleich. Ihr müsst irgendwas anbieten. Musik an, Auto-Aerobic. Guck mal, alle erstmal Blinker links, Blinker rechts. Sag mal, bist du bescheuert? Lasst euch mal allein mit euren Problemen. Gib das Geld wieder her. Oh nein. Gib das Geld wieder her. Nein, nix hier. Komm, wir singen was zusammen. Nee, das ist mega unangenehm, bitte. Mic check. Ich bin auf Kanal. Ich bin auf Kanal 6. Wo bist du? Hallo, guten Morgen. Seid ihr alle gut drauf? Ja, ich weiß. Und deswegen singen wir jetzt von Helge Schneider. Heute habe ich gute Laune. Heute habe ich gute Laune, Laune. Heute ist ein guter Tag. Heute habe ich gute Laune, Laune. Gut. Funktioniert nicht, interessiert keinen. Wo wollt ihr alle hin? Wer will auf die Arbeit? Jetzt mal rufen. Okay? Okay? Wer möchte heute einen Tag frei haben? Jetzt mal bitte rufen. Dann verstehe ich nicht, warum ihr so einen Stress macht. Dann fahrt einfach alle nach Hause. Ich habe hier noch Autofahrerwitze. Wer hat Bock auf Autofahrerwitze? Halt dein Maul. Ich will sterben, wirklich. Was essen Autos am liebsten? Nein. Parkplätzchen. Soll das witzig sein, oder was? Mach da vorne auf. Nein, mach diese scheiß Schreie jetzt auf. Mach mal auf, hol dich. Du bist zur Arbeit. Mann, wir waren durch. Ich mach gleich mal die Schranke hoch. Ich mach hier nicht mehr. Lass uns durch jetzt. Jetzt mach doch endlich. Komm, wir wollen, mach die scheiß Schranken auf. Lass uns durch jetzt. Können wir die letzten 10 Sekunden einen Countdown zusammen machen? Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und rein ins Jahr. Oh, Sonne! Guter Zeit. Ich weiß, wie ich mich fühle, Klaas. Ich werde die Mauer gefallen, ist ich. Wie dieser eine Polizist, der sagt, hey, da kommen Sie, fahren Sie durch. Ja, herzlich willkommen in der BRD. Herzlich willkommen in der Bundesrepublik Deutschland. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie da sind.
war irgendwie hart alles. Ich habe gar nicht so diese Erleichterung, die ich normalerweise habe, wenn was vorbei ist. Es wirkt so richtig nach. Ja, ich habe das Gefühl, wir sollten jetzt kurz genießen, dass wir den Punkt haben. Und dann sollten wir Gebühren feiern. Oder wir gehen in die Therme und ziehen uns nackt aus. Können wir auch machen. Also, bis später. Oder wir gehen nackt zum Nacken. Ja. Ihr habt ihn euch verdient. Die Pforte blieb 30 Minuten lang geschlossen. Und am Ende habt ihr dann ein paar Leute wieder reingelassen auf das Bavaria Studiogelände. This is my quest to find